Yo, guys, back in town. Ich war noch nie, schon lange nicht mehr so glücklich, wieder zurück in Deutschland zu sein. Bis auf diese, yo, Maskenpflicht, ja, die sozusagen in Budapest überhaupt keine Funktion mehr hat. Gestern, als ich im Hauptbahnhof angekommen bin, ich glaube, ich war gerade mal eine Stunde zurück im Land, sozusagen zurück in der Stadt, in München. Saß so eine etwas ältere Dame auf der Bank. Wir warteten gemeinsam auf die S-Bahn. Wollte sich so ein junges Mädchen zu uns hocken. Und dann flippte die alte Frau total aus und so hat irgendwelche Handbewegungen gemacht. Das junge Mädchen war echt noch also in den 20ern, aber halt eine schwarze junge Dame. Und sie so: Handbewegung so: 2 Meters! Ja, 2 Meters Abstand. Ja, 2 Meters Abstand. Ja, ja, also total ausgerastet. Und wenn du mal so einen Monat irgendwie in Budapest warst und da wo einfach gar keine Regeln mehr, also überhaupt kein Abstand und keine Maske und kein gar nichts und niemand kümmert sich um dieses Virus, ja, überhaupt. Also man sieht vielleicht insgesamt in 5 Monaten, sieht man vielleicht mal 5 Leute mit einer Maske rumlaufen. Und dann fragst du dich echt, hat man jetzt dieser alten Dame irgendwie was abverreicht? Irgendwie hat die was geraucht oder hat man der eine Droge gegeben, dass die so ausflippt? Und dann erinnere ich mich immer an einen Satz: Angst ist schwächt das Immunsystem. Ja, na gut. Also, ich glaube, das hat mir extrem gut getan, mal weg zu sein. Aber umso, ich bin natürlich auch super gern wieder zurück, weil ich einfach ein Arbeitstier bin und wenn man halt Work und Travel funktioniert nun mal nicht so gut, wenn man da immer in so einem kleinen publiken Bildschirm da rumfummeln muss, ja, in so einem Laptop. Also das wäre für mich auf die Dauer überhaupt gar nichts, ja. Ich brauche meine 3, 4 Bildschirme und insbesondere wenn man mit Excel arbeitet und anderen Dingen. Naja, okay. So viel dazu. Jetzt wollen wir mal ganz kurz anschauen. Ich habe hier Johnson & Johnson. 24,99% bin ich insgesamt im Plus. Ich habe die Aktie seit ungefähr, ja, so 1,5 Jahren, 2 Jahre sowas. Und ja, das ist natürlich ein riesiges Teil. Ich habe mir die damals gekauft, als die irgendwie da so einen kleinen Abschwung, ja, hier war das irgendwo. Nicht bei der Corona-Krise oder so. Ne, das war, glaube ich, schon davor irgendwo hier. Und da gab es irgendwelche schlechten News, weil irgendwie wieder eine Droge nicht funktioniert hat oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich halte ja von den Firmen, die halt einfach so viel mit, ja, diese ganze Pharma, Medizin und so, ich meine, wie wichtig die auch sind, mein Gott, ja, okay. Aber auf jeden Fall, Johnson & Johnson, es geht ja jetzt aktuell um das große Thema, das große, große Thema. Wie viel Cash halte ich? Kommen jetzt die Herbststürme? Frisst da wieder was meine Gewinne auf. Und ich habe das so häufig schon erlebt, dass ich halt immer 10, 20, 30% so auf Jahressicht insgesamt alle meine Aktien zusammengerechnet im Plus bin. Und dann kommt wieder irgendeine Scheißkorrektur und dann bin ich wieder im Minus oder auf Break-Even. Da denkst du dir: Oh Mann, hey, die ganzen Jahresgewinne wieder aufgefressen. Langfristig denken, langfristig denken, langfristig denken. Ja, musst du dann immer wieder aufsagen. Und ja, das ist aber einfacher gesagt als getan. Das Problem ist, glaube ich, grundsätzlich, dass ich einen YouTube-Kanal habe, wo ich über diese Dinge rede. Ja? Und insbesondere über ein Konto, wo ich halt wirklich täglich nicht die Versuchung, also am besten, man hat Konten, also am besten, man nimmt das Thema Aktien irgendwie, macht alles automatisch und schaut da gar nicht mehr rein. Aber sobald du halt irgendwie einen YouTube-Kanal hast oder irgendwie da sozusagen da proaktiv immer wieder mit zu tun hast oder dich selbst damit wieder beschäftigst oder ein Video drüber drehen willst oder sowas, ja, automatisch kommst du nicht daran vorbei, dir immer wieder Gedanken über dein Portfolio zu machen. Und das ist halt auch die große Versuchung und die großen YouTuber draußen, naja, die verdienen ja schon irgendwie allein ihre 30.000 Euro, ihre 30.000 Dollar mit Werbeeinnahmen, mit ihren 100.000 Abonnenten im Jahr. Die haben ja dann auch dann wieder dadurch einen sehr großen Vorteil. Ich meine, das verdienen ja manche Aldi-Verkäufer nicht, ja. Geschweige denn in Budapest, da hast du ein Durchschnittseinkommen von 700 Euro netto im Monat, ja. Also da, ja, es ist schon echt krass, ja. Und, ja, long story short, ich werde halt einfach mir auf jeden Fall diese Aktien, die ich halt hier habe, schon länger und
sagen wir mal, diese, wo ich sage, das sind so Antizyklika, ja, so Flaggschiffe und sowas, die werde ich auf alle Fälle alle behalten. Johnson & Johnson gehören dazu, Procter & Gamble gehören dazu, ja, Unilever habe ich zwar nicht, aber wenn du die hättest, das sind solche Aktien, genau, die einfach nie verkaufen. Ja, das ist sozusagen der absolute Last Resort, das ist deine Versicherung, deine, wie soll ich sagen, deine Inflationsschutzaktien sind das sozusagen, ja, die du halt auf Jahrzehnte am besten hältst. Und das ist sozusagen so ein ungeschriebenes Gesetz, das ich mir immer wieder aufsage. Und ja, das ist sozusagen auf jeden Fall das. Abgesehen davon, langfristige Sparpläne wäre ja ein Unsinn. Ja? Deswegen habe ich das auch erwähnt. Langfristige Sparpläne ist einfach super, super, funktioniert einfach super, weil das wäre ja kompletter Blödsinn, wenn du langfristige Sparpläne laufen hast und du die dann irgendwie ständig wieder was verkaufst. Ja, das ist ja total unlogisch. Ja, deswegen sind so langfristige Sparpläne, solche Geschichten, also so eine Strategie, so eine Sparplanstrategie, ja, vom, sag mal, per Definition, dass du einfach Buy and Hold machst. Ja, und also quasi Anti-Zock-Strategie sozusagen ist das so ein Sparplan. Ja, also all diejenigen. Und andere natürlich, da wo ich dann sehe, okay, oh, da habe ich jetzt irgendwie allein in dem Jahr über, ja, so 10.000 Euro Kursbuchgewinne, ja, aber noch nichts realisiert. Oh mein Gott, ja, wann steige ich aus oder soll ich überhaupt und bla und Ding. Und da gibt es auch ein paar Aktien und da mein noch ein extra Video drüber, aber ja, keine Ahnung, Mann. Das ist halt, keiner weiß immer irgendwas, ja. Und es gibt ein paar wenige, die haben so mal ein bisschen eine bessere Intuition. Ja? Also es gibt ja so ein paar ja, Börsenasse, ja, wie zum Beispiel Warren Buffett oder halt auch in Deutschland gibt es auch ein paar. Da kann man sich dann nochmal Informationen suchen. Und das ist halt das Spiel. Na, man kann immer sagen, ja, langfristig, langfristig. Auf der anderen Seite möchte man halt auch mal was von dem ganzen Gedöns haben, ja, und das ist halt schwierig, ja, denn besonders, und hier komme ich immer wieder in dieses Thema rein, was mich in letzter Zeit sehr stark beschäftigt, Angestellter versus Selbstständiger, weil du musst als Selbstständiger rechnest, du hast du ein völlig anderes Gedankengut, ja, du sagst dir, okay, ich habe jetzt mit einer Aktie in 6 Monaten irgendwie über 10.000 Euro Buchgewinn. Da geht es ja nicht nur darum zu sagen, ja, langfristig und dies und das und so weiter oder Rente oder sowas, sondern es geht auch darum zu sagen, naja, wenn ich die jetzt verkaufe, es geht nicht nur darum zu sagen, welche andere Aktie könnte ich mir dann sozusagen günstig einkaufen, günstiger als die jetzt schon so gestiegen ist, die vielleicht aber die gleichen Aussichten hat und so weiter, also quasi hier nochmal sozusagen so ein Rebalancing machen oder sowas. Sondern du stellst dir als Selbstständiger auch immer die Frage, wenn nicht bewusst, sondern halt dann unterbewusst, ja, wenn ich jetzt diese 10.000 Gewinn nehme, ja, ideal, wenn du zum Beispiel noch ein Firmendepot hast, dann kannst du es nämlich gleich sozusagen reinvestieren. Dann kannst du sagen, naja, vielleicht investiere ich das jetzt halt in irgendeine Teilzeitkraft, ja, die ich damit ein Jahr lang bezahle und die mich dann quasi nichts gekostet hat oder so gesehen, ja. Kann da mal ein bisschen testen und probieren, ob das funktioniert mit einem Assistenten oder mit einer Assistentin oder sowas, ja. Dass ich einfach nicht von früh bis spät immer nur, sag mal, meine Botengänge selber machen muss als Selbstständiger oder sowas, ja. Ich kenne halt viele, die sagen wir mal auch schon, ja, ich kenne. Ja, einen Telesales-Agentur-Besitzer, der hat jetzt, glaube ich, irgendwie so ja, 20 Leute oder sowas. Hat auch immer noch keine Assistentin, weil halt die Margen relativ niedrig sind und dies und das, ja. Homeoffice-Gedöns und so. Ja, wozu brauchst du groß eine Assistentin, die sozusagen den Kaffee macht, ja, wenn du so alle im Homeoffice sind und so. Aber es ist halt schon, wenn man natürlich einen guten findet, einen guten Assistent oder sowas, dann ist es natürlich schon super. Okay, bis dann, zum nächsten Mal.